Sagen, bitte noch irgendeinen Überschuss? Wenn nicht, muss ich mich jetzt auch nachgucken. Du machst das weg. Du machst den hier weg. Produzierst aber noch ein bisschen was nach. Das ist schon mal recht gut. Der klotzt gleich jede Menge raus. Eine weitere Farm wäre hier bestimmt angebracht. 34. 65. Bom, bom, 65 hier und hier und hier. Ist egal, wie wir oben hinbauen. Also bauen wir so rum hin. Wenn alles egal ist, dann bauen wir so hin, dass es für uns passt. So, hier 20, das haben wir gesteigert. Der Output ist gesteigert, wunderbar. So möchte ich das doch sehen. So, und der Rest wird auch nach und nach hier niedergewälzt. Steinbarrikaden noch nicht, nein. Da haben wir noch was, da was. Und eventuell haben wir das Glück und kommen. Yep. Zwei Stück hier gebaut. Und noch hier ein bisschen abgegradet. Oh je, Tag 16. Ich habe Angst vor dir, Tag 16. Und zwar massiv. Oh. Das ist natürlich jetzt gerade nicht ganz so gut. Hier rüber. Das habe ich so quasi übersehen, dass die hier auch noch angreifen könnten. So, bitte einmal reparieren. Dankeschön. Denn von nichts kommt nichts. 500. Der nächste Tag. Das abgegradet. Und euch abgegradet. Oh, so genial. So unsagbar genial. Es ist einfach so, sagen wir mal, wesentlich einfacher, eine Karte zu haben, in der man gefühlt. Ah, kommt noch ein bisschen was? Leider nicht, nein. In dem man einfach sich nicht drum kümmern muss, wie, wo Zombies sind. Oder infiziert, sagen wir es mal so. Dankeschön dafür. Okay, jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Deswegen dort drüber hin. Und du auch dort drüber hin. Ah, ja, ja. Steinmütze denn? Nein, wir haben Energiehammer, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir können hier noch mehr aus den Steinen rausholen, damit wir noch mehr Kohle bekommen. Das auf jeden Fall. Und könnten noch mehr hier rauspumpen, wenn wir natürlich zuvor hier noch was mitnehmen. Passt. Sieht's, passt und hat Luft. In der Theorie können wir nachher hier nochmal einen Turm reinstellen. Das wäre ja auch nicht mal das Verkehrteste. Abgeschlossen. 5 Hütten. 19 Soldaten schon. Und es wird immer mehr. Weil ich gerade sehe, ich habe vergessen nachzuproduzieren. Yep. Das war mein Fehler. Das hätte ich davor schon machen müssen. Mist. Ach so, jetzt aber. Zwei Stück nachproduziert. Und wir sagen. Ein Tümpchen. Eins, zwei. Und dann können wir nachher nämlich hier noch um und noch neun Freunde hinbauen. So, jetzt haben wir noch die Sache gehabt mit den Produktionsgebäuden. Können wir da noch mal was hinsetzen? Zum Beispiel sowas noch mal. Yep. Können wir und machen wir auch. Neben den ganzen Jägerinnen. Oh, Jägerinnen und Jäger. Jäger und Gejagte sozusagen. Aber jetzt habe ich echt Angst, wenn die immer wieder alle paar Tage welche kommen und dann Venoms kommen, oh Gott. Ich will mir nicht vorstellen, was das für ein Debakel gibt. Wir anfangen hier in der Gegend rumzuspucken. Das muss nicht sein, nicht mit mir. So, und Energie kommt noch hinterher. Passt soweit. Und Nahrung vielleicht? Ne, auch nicht mehr. Okay, passt. Wir sind safe. Ja, fast. Wir haben schon Tag 16 fast erreicht. Wir sind schon bei 24 Leuten. Also das ist kein schlechter Schnitt, würde ich mal sagen. Ja, sind noch rechtzeitig fertig geworden. Oh, zum Glück. Das war bitterlich notwendig, dass wir die Kohle auch noch vor uns bekommen. So, danach warten wir aber ab. Mit der Kohle mit dem Ausgehen, weil ich möchte erstmal wissen, wo ich genau hinbauen muss. Ich meine, die bauen wir auf jeden Fall, Jäger auf jeden Fall, die bauen wir bis zum Umfallen.
Aber sonst möchte ich die Richtung wissen, von wo sie herkommen. Aber davor ein kurzer Cut, einen Moment. Der G18 ist am Kommen. So nach und nach, so gefährlich zumindest. So, da haben wir nochmal einen rein. Wir produzieren eh schon recht gut. Aber nochmal eine zweite wäre vielleicht wünschenswert, ne? Wobei. Weil hier können wir noch ein bisschen was upgraden, was soll's. Wir kommen gleich eh nochmal jede Menge Kohle hinterher geschossen. Dann passt das auch. Aber du Spiel, sag mir, woher kommt die Invasion? Von irgendwer? Ernsthaft? Nirgendwo? Doch keine Zombies? Ah, ich bin glücklich. Ah, oh, ich hätte schon gedacht, wir wären in Schwierigkeiten, aber nein, sind wir nicht. Deswegen war ich eigentlich gerade extra. Aber irgendwie scheint das Spiel es nicht für nötig zu halten, mir zu sagen, wo ich hinbauen soll. So quasi ganz und gar nicht sogar. Fehle, warum nicht? Dann erforschen wir einfach nebenbei immer ein bisschen weiter. Dozens of infected are near the colony. They are approaching from the east. Das wollte ich doch hören. Vom Osten, also von hier drüben. Und da sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, würde ich mal behaupten. Da können wir noch ein bisschen bauen und ich meine, wir könnten ja so quasi noch sagen, da ein Turm hin. Ich glaube, hier ein Türchen geht nicht mehr hin. Nein, das geht nicht mehr. Ja, aber das geht auf jeden Fall. Und mehr brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht hier noch, aber selbst dann, mein Gott. Ich glaube, wir sind safe. Ich glaube, wir sind mehr als safe. Dann können wir eher noch gucken, dass wir hier Nahrungsmittelproduktion nach oben bekommen und... Ach, jetzt fehlt Holz auf einmal. Ja, danke fürs Gespräch. Genau, jetzt fehlt Holz. Ah, danke schön. Genau, jetzt fehlt kein Holz mehr. So, wo haben wir denn hier? 62, das geht nicht. 65? 65 klingt doch schon mal richtig gut. Das ist ordentlich was. Ich würde mal sagen, mehr Bogenschütze brauchen wir gar nicht mehr. Wobei, ach, wir können ja ganz einfach mal von denen bauen, was so ist. So, jetzt muss ich bloß wissen, von welcher Grenze genau. Dementsprechend baue ich dann nämlich weiter auf. Das können wir noch hinbauen und... Ach, da haben wir schon hingebaut, okay. Passt schon. Passt schon, passt schon. Holz fehlt uns jetzt wieder ein bisschen was. Jetzt fehlt uns ein bisschen Nahrung. Irgendwie fehlt es immer an irgendetwas hier. Warum wohl, warum? So, ihr Infizierten. Hört doch mal auf, infiziert zu sein. Das wäre echt wunderschön. Wenn ihr den Gefallen tun könntet. Okay, jetzt bin ich auf März gespannt. Von welcher Seite ich jetzt genau angreifen wollen. Da haben wir schon voll, da haben wir schon voll. Es ist auf jeden Fall ein guter Schwarm. So viel kann man schon mal sagen. Es ist ein guter Schwarm. Achso, dann könnte man eigentlich schon mal... Oh ja, natürlich! Ja, natürlich! Genau jetzt kommt es von der anderen Seite auch noch an. Ich glaube, ich spinne. Und zwar rennende. Ja, wunderbar, toll. Genau das, was der Arzt verschrien hat. Unmengen an rennenden Gegnern. Okay, Moment. Da müssen wir kurz einen Riegel davor schieben irgendwie. Weil so kann das natürlich nicht sein. Hier aber dort drüber. Dann sagt man nämlich, dass ihr hier da rüber kommt zur Verteidigung.
Hier kommt auch hier rüber zur Verteidigung. Der Rest kommt auch noch hier rüber. Haben wir gerade welche irgendwo noch drin, sonst wo? Nein. Ja, weil die Mauer muss mal kurz stehen zur Verteidigung. Einfach nur, um es alles abzufangen. So, okay. Dann können wir nämlich sagen, ihr sollt jetzt alle irgendwo hier sein. Yep, seid ihr. Und wie ihr das seid. Okay, ihr nach da unten hingehen. Zack, nach da unten. Hier rüber hingehen. Uiuiui. Oh je, jetzt kommen sie von. Jetzt kommen sie aber nicht von allen Seiten. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Können wir da vielleicht hier noch irgendwie. Das geht sogar. Das geht sogar. Natürlich funktioniert das. Okay, dann brauchen wir noch zwei weitere. 1, 2, 3. Für hier unten. Und nochmal zwei für hier oben. So. Patrouillieren hier. Hier patrouillieren. Dort stehen welche rum. Dort stehen welche rum. Du, nach da hinten. Ja, das sollten sie im Bestfall abfangen können, irgendwie. In Beton auf irgendwie zumindest. Ich hoffe es gerade inständig. Weil das schaut nämlich gerade nicht so danach aus. Zurückziehen. Zurückziehen. Wobei, der sieht noch richtig gut aus. Der nur noch nicht mehr. Okay, bevor die nämlich hier reingehen, tun wir die lieber einsperren. Den Turm können wir wegmachen. So quasi, ja. Und die noch vor uns wegballern. Wie schaut's denn hier unten momentan aus? Schaut's da ein bisschen besser aus? Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt Energie fehlt. Das können wir auch noch nebenbei noch machen. Wir sind ja multitaskingfähig. Wäre nicht so, als hätten wir irgendwelche Probleme oder so an der Bugge. Nee, wir doch nicht, wir doch nicht. Genau, wenn die jetzt nämlich seitlich reinratzen können, dann sind wir eigentlich safe. Yep. Nein, sind sie gar nicht. Sehen sie gar nicht. Lass sie einfach nur nicht rein. Dann haben wir keine Probleme. So, jetzt da. Kann man bestimmt sagen, rumrennen, 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 rumrennen. Dann sagen wir, ihr kommt alle weg. Ihr kommt weg. Das da kommt weg. Und... okay, komm, nach dir, dass du auch wieder frei bist. Das kann ich nicht mehr ansehen hier. Sollen sie? Wenn sie es unbedingt denken, sie müssten das machen, sollen sie es machen. Ich sag dazu jetzt erstmal nichts. Okay, aber das haut schon mal so nicht hin. Da müssen wir definitiv schneller nach unten bauen. Und damit wir noch mehr Kohle bekommen, sagen wir auch direkt mal, hey, Sägemühle, Sägemühle. Das geht nicht, oder? Dann anders. Ein bisschen umstrukturieren an der Stelle. 10 und 14, heißt hier eine hinmachen. Hier einen hinmachen. Dort einen hinmachen. Passt, dann haben wir noch mehr Produktion, die wir hier rausschießen können. Ihr raus und dann rennt ihr auch in der Gegend rum. Was soll's? Du hier raus und du hier raus. Beziehungsweise du könntest eigentlich bereits hier bleiben. Und du rennst woanders hin. Und du rennst weg und ihr rennt woanders hin.
Genau, ihr rennt einfach alle wie wild in der Gegend rum, was soll's. So, jetzt da. Jagt sie, wie ihr es noch nie davor jemanden gejagt habt. Die können wir noch hochpushen. Und kommen so schnell auf unsere Bevölkerung. Dass uns da relativ schwindlig wird, würde ich mal behaupten. Oh, Instagram geht gerade bei mir richtig ab. Ja, eine Sekunde zu spät. Eine klitzekleine Sekunde zu spät. Ich möchte nur eins, Liebe. Einfach nur Liebe. So, okay, das heißt, wir können gucken, dass das ganze Zeug hier wieder abgerissen wird, weil brauchen wir es nicht mehr. Also wie das Tor hier. Die Mauer lassen wir einfach stehen, weil die passt relativ gut hier rein. Hier wiederum sagen wir da und da. Und zwischendrin auf jeden Fall. Da ist schon was drin, okay. Die Mauer, damit die auch noch ein bisschen zu ist. Einfach nur so. Haben wir sonst schon was anzubieten? Hier habt natürlich noch mehr Jäger auszubilden. Ihr fallt weg. Ihr fallt weg. Und es geht auf zum glorreichen Eisen da unten. Hier bauen wir noch was hin. Und das Gold kommt später auch noch nach. Und hier könnten wir hier zubauen und hier auch schon wieder zubauen. Also, wir könnten dann ziemlich vielen Fronten gleichzeitig zubauen. Aber zuerst mal bin ich hier unten, ich glaube, mehr als gut bedient, wenn wir das hier unten schaffen könnten. Dazu natürlich erstmal hier noch mehr Fernbogenschützen. Definitiv, das reicht so wie es ist. Brauchen wir jetzt nicht noch mehr. Das heißt, wir können als nächstes dann gucken, dass wir Soldaten ausbilden nach und nach. So, baut alles hin. Na komm, zack, 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 zack. Dankeschön. So, damit wir hier rüberkommen können. Einmal hier hin. Einmal dorthin. Einmal hier rüber hin. Weil hier möchten wir nämlich auch dann zubauen. Wenn wir das Gold natürlich noch mitnehmen können. Schöner Bonus. Das wäre auf jeden Fall ein wunderbarer Bonus. So, dann müssen wir hier noch was hinstellen. Das wird nämlich hier immer besser werden. Da waren wir hier untergebracht, da sind wir dort untergebracht. Oh, das sieht herrlich aus. Unmengen von den Teilen. Ihr seid da oben, braucht sie nicht. Ja, ich bin mir sicher. Da könnt ihr auf mir vertrauen. Mehr aufbauen, vertrauen, irgendwie sowas. Ich weiß in dem Sinn, was ich mache. Vielleicht nicht immer hundertprozentig jeden Tag, aber so ein Großteil der Zeit weiß ich, was ich tue. So, Steinmütze ist ganz wichtig. So, hier. Die erste Eisenladung wird gebaut. Oh, herrliche Natur. Dann können wir nämlich anfangen, nach und nach wirklich die ganzen so quasi gebaut. Können wir das nämlich auch noch vorhin mitnehmen. Dann können wir nämlich anfangen, unsere Soldaten zu bauen. Die brauchen nämlich auch wesentlich länger. Aber davon brauchen wir viele. Davon brauchen wir richtig viele. Wenn man die Jäger waren, ist so schon in Ordnung, wie sie sind. 32 Stück davon. Ist eine ordentliche Zahl. Dankeschön dafür. So, wenn wir das gebaut haben, können wir nämlich hier außen weiterbauen. Wie geht es jetzt da hinten weiter am blödsten? Genau, gehen wir Wegzug. Bist mir gerade zur Sichtweise im Weg. So, hier hinten geht's. Stromversorgung brauchen wir auch noch auf jeden Fall ein bisschen was. Also, da dürfen wir auch nicht dahinter hinken. Da werden wir so viele Türme bauen. So, ab nach da unten. Dann sind wir mit der Forschung so soweit? Nein. Heißt, wir bauen hier erstmal. Zack, zack, zack. Halt, hier rum hin. Die Mauern zu. Es beginnt sozusagen. Es beginnt. Wie wär's denn mit.
hier und hier. Und wir sehen. Können wir mich hier da gerade zubauen? Starre dorthin setzen, Geschützturm hinbauen, was uns gerade so einfällt. 300 an Gold. Oder können wir vielleicht hier sogar noch die Bevölkerung nach oben pumpen? Ja, geht noch. Das haut doch auch direkt schon mal hin. Das geht noch nicht. Da müssen wir hier kurz warten. Der Spur wurde gebaut. Wo denn? Hier oben. Oh, das ist gut.